Hallo, darf ich vorstellen? Meine gute Freund Pflanze. Zuschauer, Pflanze, Pflanze, Zuschauer. Jazz Sticks präsentiert die koffeinhaltigste Sendung des Internets. Sticks Critics. Heute bei Sticks Critics Afri-Cola Energy. Von mir erworben für einen Euro bei Penny. Aber das ist ein Aktionsartikel gewesen. Deswegen schreibt mir gerne in die Kommentare, für welches Geld ihr es wo gefunden habt. Dankeschön. Ja, vor einer Weile habe ich schon mal Afri Power bewertet. Ich habe keine Ahnung, ob sie irgendetwas am Rezept verändert haben. Aber ich fand die Dose derart attraktiv in ihrem einfach nur schwarzen Grund und fast nur rot drauf. Klar, noch ein Hauch irgendwie Silber, aber die ist so dunkel. Ich finde das irgendwie gut. Und schlicht im Design, nur die Palme. Finde ich schon ganz cool. Und Afri-Cola, okay, ist als Name einfach nicht zu bewerten, finde ich. Ist halt schon immer da gewesen. Ob ich Afri jetzt bewerten muss? Nö, ist mir schlichtweg egal. Der Inhalt sind 32 Milligramm Koffein pro 100 Milliliter und eine unbekannte Menge Taurin. Kein Inosit, kein Glucuronolacton. Nun verschaffe ich mir mal Zugang zu dieser sehr, sehr schwarzen Dose. Ich erwarte gar nicht so viel. Energy Colas, ja, meistens sind die nicht besonders ausgewogen. Aber in letzter Zeit stehe ich mehr und mehr auf hochkoffeinierte Colas. Und diese hier riecht gleichzeitig nach Energy, aber nicht herbe. Ja, könnte was werden. Cola rieche ich gar nicht so doll. Doch. Eine süße Cola, eine sehr, sehr Energy-süße Cola. Ich trinke diese Afri-Cola Energy auf Konsequenz. Ich mag Konsequenz. Meistens. Prost. Tut mir leid, aber das war schief gelaufen. Die Cola schmeckt nach irgendeinem anstrengenden Pflanzensaftkonzentrat. Und der Energy bringt nur eine kleine Süßungsnote, so einen ganz kleinen Hauch Energy-Nachgeschmack mit. Und in Kombination, weiß ich nicht, stark gesüßter Lebertran, warte mal, der ist meistens schon gesüßt, also dieser Lebertran-Gesundheitssaft-Ramsch. Das passt mir erstaunlich wenig. Ist echt nicht mein Ding. Schade, sieht so schön aus. Ob ich das wohl wieder? Nein. Ich würde es auf keinen Fall wieder kaufen. Ich weiß nicht mal, ob ich es schaffe, das auszutrinken. Empfehlen kann ich das, wenn euch alles, was ihr bisher so an Cola getrunken habt, echt nicht schmeckt, dann probiert doch das vielleicht mal. Weil mir schmeckt Cola sonst ziemlich gut und das hier finde ich irgendwie ätzend. Es ist eine Energy-Cola, nicht vergessen. Ne? So, es ist schon Energy-Geschmack reingemischt, aber schmeckt weder richtig nach Cola, noch schmeckt es nach Energy, sondern es ist was Eigenes. Es ist was Neues. Es ist nicht das 200. Produkt direkt in Reihe. Das muss man dem zugutehalten. Und es trifft nicht meinen Geschmack. Vielleicht trifft es euren. Probiert es aus. Schreibt es in die Kommentare. Tschüss. Und trinkt nicht zu viel von dem Gift. Scheiße, ich komme nicht weit genug aus dem Bild. Vielen lieben Dank fürs Liken, Teilen, Abonnieren, Glocke drücken und kommentieren, wie euch das Design der Dose oder der Geschmack des Inhalts gefällt. Vielen Dank auch an Enne, die die Dose nämlich für mich bezahlt hat, auch wenn ich sie selbst ausgesucht habe, wie ich im ersten Abschnitt nach dem Intro behauptet habe. Hier ist und bleibt alles subjektiv und tschüssi.